Ein kleiner Junge namens Miguel Jakob Perez macht seine Hausaufgaben, während seine Mutter Rosa Teresa Ruiz in der Kirche arbeitet. Sie leben in Mexiko. Jemand, der ihr nahe steht, ruft an und warnt sie, dass das Kartell hinter ihr her ist und sie und Miguel sofort fliehen müssen. Der Anführer des Kartells, Mauricio Guerrero Juan Pablo Raba, hat Rosas Bruder Carlos Alfredo Quiroz gefangen genommen, da er ihnen Geld gestohlen hat, und er warnt Carlos, dass seine Familie die Nächsten sind, bevor sie ihn an einer Verhaftung aufnehmen. In Arizona arbeitet der pensionierte ehemalige Marinesoldat Jimhanson Liamneyson an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, um nach Migranten ohne Papiere Ausschau zu halten, die versuchen, die Grenze zu überqueren. Er sieht ein Paar in seiner Nähe und meldet sie. Als er ihnen folgt, sieht er, dass einer von ihnen verletzt ist und gibt ihm Wasser, bevor er jemanden anruft, um medizinische Hilfe zu holen. Jims Haus ist zur Zwangsvollstreckung ausgeschrieben und er hat nicht viele Arbeitsmöglichkeiten. Er lebt allein mit seinem Hund Jackson, aber seine engste Vertraute ist seine Stieftochter Sarah Katharine Winnig, die Polizistin ist. Beide vermissen ihre Mutter, die gestorben ist, und Sarah nimmt ihn von der Bar mit nach Hause und bringt ihn ins Bett. Als ihm am nächsten Tag zur Grenze fährt, trifft er auf Rosa und Miguel, die versuchen, den Zaun zu überwinden, nachdem Mauricio und seine Schlüger auf sie aufmerksam geworden sind. Jim versucht, sie der Grenzpatrouille zu melden, aber Mauricio und zwei weitere Männer steigen aus ihrem Fahrzeug aus. Nachdem Jim erkannt hat, dass sie eine Bedrohung darstellen, versucht er, Rosa und Miguel zu verstecken, woraufhin Mauricios Männer das Feuer öffnen. Jim erwidert das Feuer, trifft Mauricios Bruder und tötet ihn. Er bringt Rosa und Miguel in den Lastwagen und beginnt wegzufahren, während Mauricio das Fahrzeug zu Fuß verfolgt. Jim stellt ihn ab und entkommt. Mauricio ruft dann Verstreckung an. Nachdem sie weit genug gekommen sind, sieht Miguel, dass Rosa angeschossen wurde. Jim holt sie heraus und legt sie hin, als sie im Sterben liegt. Sie gibt ihm eine Tasche mit gestohlenem Geld und eine Adresse und bittet ihn, Miguel zu seiner Familie in Chicago zu bringen. Jim wartet dann, als Sanitäter und andere Beamte eintreffen, um Miguel abzuholen. Er erfährt von einem anderen Beamten, dass Miguel ihm für den Tod seiner Mutter verantwortlich macht. Als ihm das Geld in Rosas Tasche sieht, fühlt er sich gezwungen, den Jungen zu holen. Von jemandem auf dem Revier erfährt er, dass Miguel abgeschoben wird und zu einem Familienmitglied zurückkehrt, aber Jim sieht auch, dass Mauricio und seine Männer draußen in einem Lieferwagen warten. Jim trickst den Beamten am Eingang aus, damit er Miguel sehen kann, und schmuggelt den Jungen aus dem Bahnhof. Mauricio bemerkt das und folgt ihm. Jim kehrt kurz nach Hause zurück, um Jackson und seine Waffen zu holen, bevor er weiterfährt. Mauricio und seine Leute dringen in Jims Haus ein, um persönliche Informationen zu sammeln, und er stiehlt auch eine Marineansstecknadel von Jim, bevor sie sein Haus niederbrennen. Die Bandenmitglieder lassen sich dann in der Nähe nieder, wo einer von Mauricios Männern Jims Kreditkarteninformationen aufspürt. Jim hält an einer Tankstelle und besorgt sich einen Atlas, um nach Chicago zu gelangen. Kurz nachdem sie losgefahren sind, halten Mauricio und seine Männer an der Tankstelle, wo er die Tankstellenangestellte Amber Mithunder einstatt, die sich um ihn gekümmert hat. Er sieht sich die Sicherheitsvideos an, um ihn zu finden, bevor er den Angestellten tötet, und sie setzen die Verfolgung fort. Jim besorgt Essen für sich und Miguel, bevor er auf die Straße zurückkehrt, aber der Wagen bleibt wegen Behitzung liegen. Er hält an einem nahegelegenen Laden an und benutzt Geld, um ihn reparieren zu lassen, während er die Nacht im Truck verbringt. Miguel geht mit Jackson spazieren und benutzt etwas Geld, um Pforte zu kaufen. Sarah hat ebenfalls mitbekommen, was ihm getan hat, und kontaktiert ihn, um Miguel zurückzubringen, aber er betont, dass es in dieser Situation um Leben und Tod geht. Nachdem er auf die Straße zurückgekehrt ist, wird ihm von einem Polizisten Fibrovda angehalten, der ihn auffordert, aus dem Fahrzeug auszusteigen, nachdem er seine Waffen beschlagnahmt hat. Der Polizist behauptet, er wolle mit Miguel sprechen, aber Jim bemerkt, dass der Mann mit einer anderen Person telefoniert. Als Jim den Polizisten darauf hinweist, wird ihm schnell klar, dass er für das Kartell arbeitet und es verraten hat. Der Polizist richtet seine Waffe auf Jim, aber Jackson beißt ihn in den Arm und hilft Jim, ihn zu bewältigen. Jim schickt den Polizisten
und versteckt sich mit Miguel und Jackson, als Mauricio und die anderen vorbeikommen. Nachdem er gesehen hat, dass ihre Zielpersonen geflohen sind, tritt er den Polizisten und sie nehmen Jims Waffen an sich. Jim hielt an einem Waffenladen an, um weitere Waffen zu besorgen, und übernachtet später in einem Motel, weil er dachte, es sei sicher, da er seine Karte nicht benutzt hatte. Mauricio und seine Schlingerten den Motel angestellten, bevor sie sich auf die Suche nach Jim und Miguel machen. Er schnappt sich den Jungen und versteckt sich, nachdem er die Polizei alarmiert hat. Sie verstecken sich lange genug, bevor die Polizisten eintreffen, aber Mauricio sieht Jackson und erschießt ihn, bevor er verschwindet. Jim holt die Leiche seines Hundes und beerdigt ihn am nächsten Morgen. Jim ist der Meinung, dass er Miguel einfach zurück nach Mexiko bringen sollte, aber nach einem weiteren Gespräch mit Sarah beschließt er, dass er den Auftrag zu Ende bringen muss. Sarah beschließt sogar, ihn zu decken und ihre Kollegen nicht wissen zu lassen, wohin Jim unterwegs ist. Jim und Miguel halten für die Nacht am Straßenrand an, wo Jim Miguel zeigt, wie man mit einer Waffe umgeht, und sie verbrennen auch das Geld des Kartells, um sich warm zu halten. Als sie sich ihrem Ziel nähern, sieht Jim, dass Mauricio und seine Schlinger sie gefunden haben und sich ihnen nähern. Jim gelingt es, sie kurz abzustellen, damit er genug Zeit hat, um einen Platz zu finden, an dem er sie ausschalten kann. Er erschießt den Fahrer und bringt ihren Wagen zum Absturz, bevor er sich mit Miguel auf einer nahegelegenen Farm versteckt. Er erschießt das engste Mitglied, bevor Mauricio und das andere Mitglied ihm folgen. Miguel schafft ein Ablenkungsmanöver, damit ihm das letzte Mitglied erschießen kann, bevor Mauricio sie verfolgt. Er findet Miguel und hält ihn mit vorgehaltener Waffe fest, um ihn zu ihm zu locken. Er erzählt ihm, dass er plant, Miguel als Kindersoldaten zu rekrutieren, so wie er es war, und versucht sogar, Miguel dazu zu bringen, selbst den Abzug zu bettigen. Mit dem, was er von ihm gelernt hat, entleert Miguel das Magazin und lässt ihn gegen Mauricio kämpfen. Er wird dabei niedergestochen, aber als Miguel die Waffe bekommt, bergibt er sie ihm, der Mauricio in den Bauch schießt. Er berst ihm die Waffe mit einer Kugel, um ihm die nächste Wahl zu lassen. Mauricio gibt ihm seine Medaille zurück, und Jim und Miguel hören, wie Mauricio die Waffe auf sich selbst richtet, als sie gehen. Jim begleitet Miguel zum Haus seiner Familie in Chicago, die sich sehr freut, ihn zu sehen. Jim verschwindet und steigt in einen Bus, wo er wieder die Stichwunden bemerkt. Er beugt sich vor und schließt die Augen, 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 schließt die Augen.